Herzlich willkommen zum Podcast Du bist Freiheit. Dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Marcel und ich habe heute meinen besten Freund eingeladen, den Patrick. Und ich freue mich mega geil, dass du mit dabei bist und dass wir eine Runde über Island quatschen. Das ist ja jetzt fast 3 Jahre her. Also im März sind es genau 3 Jahre. Wir haben jetzt Dezember 2018. Und ja, erzähl doch mal kurz, wer bist du? Ja, ich bin Patrick. Viele kennen mich ja bestimmt schon aus zahlreichen Statusmeldungen und anderen Sachen. Ja, ich kenne Marcel jetzt seit 2007, seit 11 Jahren, die schlimmsten meines Lebens. Aber naja, irgendwie muss man damit zurechtkommen. Okay, und wer bist du? Was machst du so? Arbeite in einer Stiftung der Linkspartei. Also ich bin in der Buchhaltung da tätig. Und ja, quasi ein stinknormaler Bürojob, aber macht Spaß. Und ja, ansonsten bin ich halt in meiner Freizeit viel unterwegs in verlassenen Orten, wo der Herr Marcel natürlich auch manchmal mit dabei ist. Also Lost Places, falls ihr sowas kennt. Wenn wir mal irgendwo sind, wenn ihr da was seht, dann stammen die Adressen immer von mir. Also ohne mich würde er da gar nicht hinfinden. Ja, das machen wir zusammen und ansonsten in meiner Freizeit bin ich halt auch in der Fotografie unterwegs. Größtenteils aber bei mir Natur, eigentlich fast nur Natur, weil mich das eigentlich am meisten reizt. Denn da hat man halt nur sich selbst und die Kamera und so hat man halt immer noch ein Model am Start und da kann ja immer was schief gehen. Und mich reizt es halt auch so nicht. Also ich bin halt komplett Naturfotograf. Das macht mir noch sehr viel Spaß. Ja, und jetzt in letzter Zeit hat sich das Hobby Zocken bei uns wieder ein bisschen mehr verbreitet, weil der Herr Marcel, wie er oft bei mir ist, zum Call of Duty zocken. Das machen wir jetzt zurzeit. Ja. Okay, ja, geil. Nein, super. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du es auf jeden Fall angesprochen hast, weil das sind ja auch wichtige Themen. Also wir hauen auf jeden Fall in die Shownotes auch den Instagram-Link von Patrick, wo ihr seinen Stories folgen könnt über viele Lost Places, die ihr besucht und auch viele Landschaftsbilder. Du warst ja letztens auch in Königssee gewesen. Das ist, glaube ich, das Naheste, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, oder? Oh ja, Hammergegend. Also wenn man in Deutschland Urlaub macht oder wenn ich nochmal in Deutschland Urlaub mache, obwohl ich auch schon im Harz war, im Schwarzwald, aber ich glaube, mich wird es immer wieder in die Gegend dahin ziehen, weil wenn man schon hier Urlaub macht, dann da, wo es am besten ist, glaube ich, und die Gegend, da Berchtesgaden und Königssee, da kann nichts mithalten. Also nicht mal der Schwarzwald, nicht der Harz, das ist so traumhaft, wirklich vom Balkon aus schon, früh morgens stehst du auf und hast halt diese einzige Berglandschaft vor dir und halt der Königssee, Österreich ist halt auch gleich nebenan, da kannst du auch nochmal hinfahren, auch zahlreiche Wasserfälle und Berge und Städte, gerade auch hier, was war das, Bad Garstein, das ist so eine schöne Stadt, es war halt auch ziemlich heruntergekommen, sage ich mal, also viel Hotelsterben da, weil der Tourismus nachgelassen hat, aber wie das alles da aufgebaut ist, grandios, wie das da die Architektur gebaut Vor allem wurde. Gut für dich, also viele Lost Places, die du dann die nächsten Jahre besuchen gehen kannst. Ja, also da kannst du wirklich in das zweite Gebäude gehen, da ist jedes Hotel verlassen. Krass. Ja. Ja, aber das ist geil, weil ich war jetzt persönlich halt selber noch nicht da gewesen, also mich würde es halt auf jeden Fall reizen und deine Storybilder waren heftig geil, also auch ja. dein Bild, was du dann gepostet hast mit dir, dann, wo du vor dem See gesessen hast, richtig, richtig geiles Bild, also ich liebe es einfach auch, deine Bilder zu verfolgen, weil ich halt einfach finde, zu dir passt es zu 100% die Naturbilder und es, wie du halt sagst, du fühlst dich einfach dann wohler und finde ich halt eine geile Sache. Ich glaube, dass halt auch das halt so ein bisschen auch der Ursprung halt von Island dann ein bisschen mitgegeben wurde, oder? Weil ja. Du hast ja da dann richtig intensiv angefangen? Ja, das auf jeden Fall. Das war der Grundstein. Und da habe ich mir auch zum ersten Mal dann die Kamera dann geholt oder mir gesagt, ich hole mir mal eine vernünftige Kamera, mal weg von dem, was ich davor bekommen habe. Mein Vater hat mir mal eine Nikon geschenkt, aber halt auch so ein Billigteil für 150. War echt Murks. Naja, hat er wahrscheinlich im Angebot geholt oder so. Also naja, für den Patrick wird es reichen. Und ja, die Fotos waren jetzt halt nicht so der Knaller und waren ja auch halt auch ein bisschen zu klobig. Und dann habe ich ja halt diese Sony RX100 da entdeckt. Kann ich wirklich absolut empfehlen, weil die passt in die Hosentasche. Total kompakt, fast wie ein Smartphone, so locker leicht. Macht aber Fotos wie eine große. Also richtig geil, was man da rausholen kann. Und
Ich hab's ja immer wieder selbst gesehen, wie du immer rumgefucht hast. Oh, jetzt muss ich das wieder mitschleppen und das wieder mitschleppen. Und dann hat er das dabei und das Objektiv. Und ich mache einfach, greife einmal in die Hosentasche rein, ziehe die Kamera raus und das war's dann. Das ist schon ein ziemlicher Vorteil gewesen. Und in Island kam die halt zum ersten Mal zum Einsatz. Und gerade auch mit den Nordlichtern, was das kleine Ding in der Dunkelheit noch sogar rausgeholt hat. Und auch mit Langzeitbelichtung, also da gibt es keine Abstriche. Das kann wirklich alles wie eine große. Und man hat natürlich noch gemerkt, da warst du ja auch noch nicht so der Profi in Island, dass halt ein paar Bilder noch ein bisschen amateurhaft waren. Also man Ja. hat schon noch ein paar gesehen, dass wir noch Einsteiger sind. Aber trotzdem muss ich schon sagen, man hat auch da schon gemerkt, klar, du bist halt Anfänger, aber es kommt natürlich auch darauf an, was in dir drin steckt. Wenn du jetzt quasi so eine Affinität dafür hast, also oder quasi irgendeine Art Begabung, die schon in dir steckt. So, wie muss das Motiv sein? Wo will ich was haben und wie muss es am Ende aussehen? Viele Leute kommen ja mit sowas nicht auf die Welt, dass sie halt dafür einen Instinkt haben. Und dadurch, dass wir sowas hatten, sahen auch die Anfängerfotos schon teilweise sehr gut aus, Auf muss ich jeden Fall. sagen. Auch vor allem die Blickwinkel, die wir halt dann beide hatten, wo wir uns ja beide auch ergänzt haben. Ich weiß noch auf der Straße, wo wir gehalten haben. Und du dann so, ja, ich nehme jetzt hier diesen Schirm noch so mit. Und du hast auf der linken Seite der Straße fotografiert und nicht auf der rechten. Wir mussten immer gucken, dass keine Autos vorbeikommen oder sonst irgendwas. Das war halt dann schon geil, wo wir halt dann wirklich verschiedene Perspektiven einfach ausprobiert haben. Und halt uns halt da auch wirklich gemerkt haben. Also da habe ich auch persönlich, wie du halt gesagt hast, wirklich gemerkt, dass wir halt diesen Blickwinkel einfach dafür haben, wie wir die Fotos gestalten wollen und was wir in den Vordergrund, in den Hintergrund haben wollen und was nicht. Und viele Leute gehen halt nur raus, ja, ich mache einfach mal ein Foto, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber für uns war es halt nicht Ja, gereicht. die machen halt ein Foto und das war's. Ja. Wir machen uns richtig, haben halt ein Bild vor Augen, wie es aussehen muss und planen das quasi richtig, wo was hin muss und das unterscheidet jemanden, der halt eine quasi so eine Art Grundbegabung fürs Fotografieren hat, von jemandem, der halt einfach mal einen Schnappschuss macht. Aber wo Absolut. man natürlich da sagen muss, ey, wir haben uns teilweise echt geprügelt da um den besten Platz und gegenseitig angefeindet und keine Ahnung was, ey, nee, ich gehe jetzt dahin, ich gehe dahin und jetzt geh mal aus meinem Foto raus oder deine Kamera leuchtet gerade, das sieht man alles in meinem Blickwinkel hier noch. Geh mal 1, 2 Meter weiter nach rechts. Also da ist die Freundschaft beinahe auseinandergebrochen. Ja, wirklich. Also da hatten wir Hardcore-Streit gehabt. Wir haben schon überlegt, dass der eine halt auf dem Dach des Autos schläft und nicht im Auto, damit wir dann einfach am nächsten Tag loswerden beim Losfahren. Aber wirklich auf jeden Fall, ja, es war so. Island hat halt nicht gereicht für uns beide, egal wie groß das Land ist. Ja, das war schon ordentlich. Ja, aber fangen wir mal von vorne an. Es war ja 2015, wo wir, glaube ich, angefangen haben, darüber zu quatschen, dass wir halt irgendwo Richtung Nordlichter gehen wollen. Wo wir dann überlegt haben, ja, welches Land nehmen wir? Und dann war ja irgendwann in Island das Gespräch. Und dann haben wir ja angefangen zu planen. Dann haben wir ja angefangen, dann YouTube-Videos zu schauen, wegen der Ausrüstung, welche wäre noch gut, welches Auto. Wir haben ja so viele Autovideos geschaut. Ich kann mich da voll dran erinnern. Ich habe die sicher noch irgendwo im Verlauf drin, ne, von 2016. Naja, wir hatten uns damals gesagt, es gibt ja so viele Länder, wo es nördlicher gibt. Norwegen, Finnland, sogar Dänemark. Und Island war quasi halt das teuerste, der teuerste Flug, alles am teuersten. Deswegen Und dahin. wir, ja, wir dachten uns, wir haben es ja. Das muss man auch mal zeigen, wie Kollega zum Beispiel. Und dann haben wir uns gesagt, ja, da fliegen wir nach Island. Ja. Wenn, dann muss die Kohle raus. Es war einfach, glaube ich, auch der Grund, weil das einfach wo die Natur halt am unberührtesten noch war. Bei Norwegen, Dänemark, da ist ja eine ziemlich krasse Besiedlung und in Island war es halt noch am ruhigsten, am abgelegensten und da wussten wir gleich, wird das Abenteuer am größten sein, weil da halt noch wirklich diese pure Natur ist. Und halt zwar auch sehr gefährlich, aber auch reizvoll. Ja, was ich auch wieder sehr interessant finde, was wir ja letztes Wochenende schon im Gespräch hatten, dass halt mittlerweile echt alle Leute nach Island gehen, weil halt schon so viele Musikvideos da gedreht wurden von irgendwelchen Künstlern, die halt irgendjeder verfolgt. Und wir hatten halt wirklich diesen Punkt mit 2016 halt wirklich noch Glück gehabt, dass wir erstens in der Zone waren, wo halt nicht so viele Touris waren. Also wir haben nicht so viele Touris da gehabt. Vielleicht ein paar Urlauber, die sich halt dann von ihrer Arbeit besonders freigenommen haben, aber keine Touri-Zeit. Und haben da halt in der Hinsicht Glück gehabt. Wir waren genau zu einer Jahreszeit da, wo wir halt wirklich gut auch Nordlichter noch erwischt haben. Obwohl wir auch die App hatten, haben wir trotzdem auch zwischendurch einfach mal Nordlichter erwischt im Endeffekt. Wir waren ja jede Nacht wie nach Nordlichter jagt eigentlich, wie andere Tornados jagen, so sage ich das immer gern. Ja, teilweise da 200, 300 Kilometer Umweg gefahren, nochmal in die entgegengesetzte Richtung, obwohl wir eigentlich schon da links dran vorbei waren.
Verdammt, da ist das Wetter gerade besser oder da ist die Wahrscheinlichkeit höher, Nordlichter zu sehen. Also nochmal 300 Kilometer zurückgefahren, mitten in der Nacht. Das war schon krass, aber es hat sich dann auch gelohnt. Also die in der Nacht, wo wir da diesen Umweg gemacht hatten, da hatten wir auch mit die besten Nordlichtfotos oder war es zumindest am intensivsten. Das war das mit der Brücke gewesen Ja. und den Nordlichtern, wo wir über diese Geisterbrücke da gefahren sind Die war richtig crazy. oder über den See, dieser Mondschein da, das war die Nacht. Obwohl mein persönliches Highlight ist immer noch ich weiß nicht, ob es, das muss 1, 2 Nächte danach oder davor gesehen gewesen sein, halt diese Wolken, dieses Wolkenmeer, halt wo diese Wolken waren und da war in der Wolke war so ein Spalt und da schien halt das Nordlicht durch, also zwischen diesen Wolken und durch diese Langzeitbelichtung waren die Wolken auch so richtig, sahen halt richtig weich aus, waren halt auch so ein bisschen verschleiert. Und ich habe mich dann zum Glück noch vors Foto gestellt, richtig in die Kamera gerannt, weil wir wollten natürlich immer noch ein Foto mit uns und den Nordlichtern haben. Also hat jeder immer auf so einen Selbstauslöser gezeigt, ausgelöst. 10 Sekunden, dann sind wir wirklich ins Bild gerannt. Ich weiß noch einmal, da bin ich so in Hektik dann vors Bild gerannt, dass ich ausgerutscht bin und mich voll hingepackt habe. Und dann habe ich mir gesagt, das war in so einer Art Kuhle. Und dann habe ich mir gesagt, ich lege mich so flach hin wie möglich. Weil ich selbst bin nicht mehr drauf, aber vielleicht wird das Bild so noch was, sodass man meine Fresse dann nicht mehr sieht, da auf dem Boden liegen. Aber im Endeffekt hat man dann doch schon noch gesehen, wie ich da am Schnee lag auf dem Foto. Aber Was naja. halt gechillt. Ja, ich habe gechillt, ja. Obwohl das eigentliche Foto in die Grütze gegangen ist, ja. Ja, aber ja, also wir haben ja so viele Momente gehabt, wo wir einfach nur gefeiert haben während der Autofahrt, wenn 500 Miles lief. Das kennt ja, glaube ich, jeder den Song, dass er halt wirklich die ganze Zeit irgendwann finden wir einen geilen und tanzt dazu, irgendwann nervt er dich wieder, dann tanzt du wieder dazu. Also die Momente mit der Musik zum Beispiel im Auto, einfach diese endlosen Straßen entlang zu fahren, oder das ist ja nur eine Straße eigentlich, die wirklich lang zu fahren und diese endlose Landschaft einfach zu haben, das war einfach richtig, richtig geil. Und dass wir uns auch immer wieder abgewechselt haben mit dem Fahren, dann wo der weiße Hirsch da zu sehen war, das war ja, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass wir eigentlich den Das weißen Hirsch Besondere gesehen. war ja nicht, dass der weiß war, das Besondere war, dass der nur ein Horn hatte. Ja. Das war das Besondere. Aber auch, wo siehst du ja ansonsten weißen Hirsch so in dem normalen Leben? Ja, na, wirklich ganz weiß war er nicht. Der hatte schon nur braunes Fell hinten drauf. Ah, Das okay. Besondere war, dass halt ein Teil seines Horns abgerissen war. Ich weiß nicht, ob es von Geburt an so war oder ob er das im Kampf verloren hatte. Obwohl, auf jeden Fall war es halt ein einhörniger Hirsch. Ja, das war halt wirklich genial gewesen. Also so Momente zu sehen, wie einfach noch Tiere in der freien Wildbahn sind. Die Isländer, also die Pferde halt einfach da auch wirklich, dass sie ihren Freilauf hatten. Das siehst du ja hier in Deutschland nicht wirklich, dass Pferde, klar, die haben auch ihren Freilauf, aber nicht vergleichbar mit den Dimensionen, die die da haben. Ich weiß noch, dieses riesengroße Feld mit diesem Bach, wo wir rübergesprungen sind. Auf diesen großen Felsen, wo wir dann auch hochgegangen Ja. sind, wie viel Platz die da gehabt haben. Also so sah ja auch der Rasen dann dementsprechend aus. Ja, das Aber stimmt schon. so eine Momente fand ich halt mega geil. Auch mit den Robben, wie sie auf diesen zwei Steinen da gesessen haben, oder gelegen haben und sich halt im Endeffekt einfach nur zu erholen. Und wir die halt dann auch probiert haben zu fotografieren. Weißt du noch, wo da diese Sandpiste war? Das war auch mega geil. Also ich fand halt, dass wirklich diese Naturverbundenheit, das war halt, fand ich halt mega krass. Also wir waren ja wirklich schon in Kroatien, ich war schon in Irland, Frankreich, aber ich habe noch nie das so extrem gespürt. Gut, in Kroatien, wo wir weit rausgefahren sind, haben wir ein bisschen irgendwelche Töne gehört und Geräusche haben wir uns dann auch gesagt, hey komm, lass uns mal vom Acker machen. Da Ja, mussten. du noch ganz cool hier, ey, komm, außerhalb vom Dorf, das wird schon nicht schief gehen. Und beim ersten Geräusch saß er im Auto und hat einen Schwanz eingezogen. Ja. Genau. Ja, und in Island haben wir ja auch, ich glaube, der zweite Tag oder so, oder der dritte Tag, wo wir dann gegoogelt haben. Das war ja, glaube ich, das erste Mal, dass ich dann meinen Prepaid, ich hatte ja eine Eine Island, extra SIM-Karte ja, eine geholt, extra ja. SIM-Karte geholt, Ja. damit für so Notfälle. Und dann haben wir halt gegoogelt, was halt gefährlichsten Tierarten oder was halt gefährliches in Island gibt. Und was stand drin? Ich glaube, ein Eisbär, der Nee, alle. das musst du anders erzählen. Wir haben mal wieder einen Schlafplatz gesucht. Das hat manchmal 2, 3 Stunden gedauert, weil wir wirklich mit dem Auto da langfuhren, mitten in der Nacht, stockduster in einem fremden Land, eine fremde Strecke, weil wir sind ja alles, was wir da gefahren sind wir zum ersten Mal gefahren. Und wenn du dann im Dunkeln da Und doch keine langfährst, in Scheinwerferlichter einem und so. fremden Land, dann ist es natürlich immer ein bisschen unheimlich. Und dann hatten wir zum Beispiel einen Schlafplatz gefunden gehabt. Dachten wir zumindest, da gucken wir so nach links, wo kommen diese riesigen Felsen her? Da haben wir erstmal mit Taschenlampen geleuchtet, weil wir nichts gesehen haben, dass wir neben einem riesigen
Berg eingestanden, wo permanent ein Fels oder irgendwelche Steine hätten Stimmt. runterfallen können, runterkullern können. Und dann wusste man gleich, nee, den Startplatz wechseln wir lieber. Und dann hatten wir einmal einen relativ sicheren Parkplatz gefunden, Quatsch, Schlafplatz gefunden, weil es ein Parkplatz war. Das Ja, war halt ein genau. Parkplatz, wo wir dann halt gehalten haben. Und dann dachten wir erst, oh, safe, super, hat sich erledigt. Und dann haben wir in der Ferne irgendwelche leuchtenden Augen gesehen, wo wir uns dachten, verdammte Axt, was könnte das denn sein, ey? Also es wurde sich dann darum geprügelt, wer zuerst Zähne putzen geht, weil wir da vorher richtig Angst hatten, dass einer rausgeht und dann irgendwie weggeschnappt wird. Ja, und dann halt mit einem sehr mulmigen Gefühl eingeschlafen und ja, die Haare standen uns zu Berge. Und am nächsten Tag, ach nee, in der Nacht dann hatten wir noch geguckt, wie die, was es für gefährliche Tiere gibt, um uns, damit wir zumindest ruhig einschlafen können. Und dann kam heraus, dass es keine gefährlichen Tiere gibt. Also das einzige Gefährliche ist dann halt ein Eisbär, der alle 10 Jahre mal auf eine Ja, Eisscholle genau. angespült wird, was ich gerne mal sehen würde. Der ist dann quasi auf am, okay, wir machen das jetzt wahrscheinlich zum Deppen. Ich weiß nicht, wo ein Eisbär ist. Nordpol oder Nordpol wahrscheinlich, oder? Ja. Denn wo der halt auf eine Eisscholle abbricht, wofür er quasi selbst nichts kann und dann halt angetrieben wird in Island. Aber wir haben ihn jedenfalls nicht gesehen. Und am nächsten Morgen sind wir halt aufgewacht und dann haben wir gesehen, dass die Tiere, vor der wir da so Schiss hatten und uns fast in die Hose gemacht haben, eigentlich nur ganz gechillte Schafe waren. Ja, das war sehr Ja. lustig dann am Morgen. Ja, das war wirklich eine 1-Aktion. Aber da waren wir, sind wir echt froh drüber gewesen, dass es halt dann doch nicht so eine gefährlichen Sachen gab und wo wir uns eigentlich nur im Endeffekt eigentlich selbst ins eigene Fleisch hätten schneiden können. Sagen wir, wir rutschen einen Berg runter oder es bricht eine Eisscholle, wo wir auf den Eisschollen da rumgerutscht Ja, der sind. Standardspruch war in solchen Momenten, Bro, wir sind nicht auslandskrankenversichert. Weil wir waren in Island nicht auslandskrankenversichert. Das heißt, wenn was passiert wäre, dann wären wir ziemlich am Arsch gewesen. Wenn die da uns irgendwie mit einem Helikopter oder so abgeholt hätten, das hätten wir alles selbst zahlen müssen. Ja, also Ja. da, wo die Polizei uns dann verfolgt hat, dachte ich, ist es soweit? Das war ja Ein zum Glück nichts mit der Krankenversicherung. Nee, aber das hätte ja Ja. auch, wir hätten ja auch schneller fahren können, zum Beispiel flüchten. Ja, war, na, na, das war ja Hollywood-reif, wie die da auf der Straße quasi einen Drift hingelegt haben, eine Drehung und uns dann verfolgt haben. Das war echt Da crazy. haben sich die 150 € gelohnt, die ich da bezahlt habe, Wir weil hätten es so nur filmen müssen. spektakulär wurde ich noch nicht wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Sonst ja immer nur durch Blitzer, aber in Island macht die Polizei da echt einen Drift auf der Straße, so ein richtiger 360 Grad, nee, 180 Grad Drehung und haben uns dann verfolgt. Aber es war halt verdammt teuer, also ich glaube 16 km/h zu viel, 150 €. Ja. Da zahlst du hier vielleicht ein 20 oder so Ja, in ist so. Deutschland. Ja, 150 Euro. Das Gute ist ja, wenn man als Bros in so ein Ausland geht, dann sagt man, hey, komm, wir teilen das, weil es hätte mir genauso passieren können wie dir. Und das steht auf jeden Fall fest, wir haben das geteilt. Bist du Ja, sicher? ich bin ganz sicher. Ich Ich guck hab mal auf sogar. meinem Konto nach. Guck Ja, wenn nicht, dann mal. haben Ja, wir noch mal überweise ich dir noch Wörtchen, was. haben wir noch mal Wörtchen zu sprechen. Ja. Nee, also das war ja bei uns eigentlich immer fair, dass wir eigentlich wirklich viele Sachen, also eigentlich fast alles immer halbiert haben, auch Essen und alles. Und ja, wenn ich mich gerade an Essen erinnere, erinnere ich mich gerade an Pauli zurück. Oder nee, erstmal an unseren Einkauf, der ja sehr lustig war, als wir in Reykjavik waren. Wir hatten ja gelesen, oder du hattest gelesen, dass man am besten in Reykjavik vorher einen Großeinkauf machen sollte, weil die kleinen Dörfer oder Städte, die dann dazwischen kommen, teurer sind zum Einkaufen. Und dann haben wir ja einen Großeinkauf eigentlich gemacht in Reykjavik, wo du ja unbedingt deine Lucky Charms haben wolltest. Also, dass es auf dem Dorf teuer ist, haben wir nicht gelesen. Wir wollten einfach nur einen Großeinkauf machen für die Fahrt. Nee, doch, hatten wir Ja, gelesen. Ich habe das sogar in meine Notizen so reingeschrieben. dann haben wir halt einen Großeinkauf gemacht. Da haben uns da irgendwelches fremdes Zeug besorgt, wo wir dachten, naja, kann man ja mal ausprobieren, wenn man in einem fremden Land ist. Warum nicht mal da die Produkte ausprobieren? Und das war wirklich alles Murks. Bis auf Definitiv. die typischen Sachen halt, die man kennt. Aber auch die Lucky Charms, die ich auch mal gerne essen wollte, die gibt es ja sonst nur also auf jeden Fall nicht in Deutschland. Die haben auch gut geschmeckt, aber ich glaube, eine Packung hätte gereicht, weil wann soll man die mal essen? Da musste dann am frühen Morgen, wenn wir dem Auto frühstücken, dann extra so eine Plastikschale fertig machen, dann die Milch fertig machen, Löffel und alles. Das war dann ein bisschen zu umständlich. Naja, die zweite Packung liegt, glaube ich, irgendwie immer noch da oder ist in Wie der viel haben wir Müll. geholt? Zwei oder vier? Nee, zwei Ah, brauchen okay. wir. Ich krieg's Du nicht mal wolltest ja unbedingt drei. deinen Lucky Charm haben. Ich wollte unbedingt Ja. diesen Joghurt kosten, diesen Skyr oder Skyr, wie der Und hieß. dann dieser, ja. Und der war jetzt auch nicht die Krönung. Also mir hat er persönlich auch nicht gefallen. Jetzt würde ich ihn eh nicht mehr essen. Aber was ja lustig war, war ja wirklich das Wasser. Wir haben. Also im Laden,
sah das noch nach stillem Wasser aus. Wir haben halt da geschüttelt und ich habe irgendwie auch nirgendwo Spartling gelesen. Ja, und der erste Schluck war ein Schlag in die Fresse. Also, weil ich kann Wasser mit Kohlensäure auf den Teufel nicht ausstehen. Wenn du schon keinen Geschmack hast und dann schmeckst du eigentlich nur diese eklige Kohlensäure und das schmeckt überhaupt nicht. Also, ja, und Absolut. wie gesagt, Ena musste dann halt immer die Flaschen schütteln, das warst du dann wirklich meistens. Ja. Aber ganz raus war die Kohlensäure dann immer noch nicht. Und das Schlimmste war ja dann wirklich mit diesem. Oh, das, wirklich, du wachst früh morgens auf, putzt dir die Zähne und das Wasser ist ja von der Nacht so eiskalt und dann auch noch mit Kohlensäure. Also das Wasser hatte bestimmt so an die 0 Grad von der Temperatur, dann diese Kohlensäure noch und dann noch diese Frische im Mund von der Zahnpasta. Und damit hast du dir dann den Mund ausgespült. Das war so schmerzhaft an den Zähnen. Oh, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir Also, wohnen gut abgehärtet in Island. Das war war zu viel definitiv unser Fall. Wir Spaß. haben es ja uns auch alles selber ausgesucht. Also, wir haben ja auch viele Nächte auch wirklich draußen geschlafen im Auto, was ja für uns sehr wichtig war. Zwei Nächte Auto, ein Eins Nacht Hotel, genau. Hotel, Meistens ja. hat es sogar gepasst, dass halt dann so nicht so gutes Wetter war. Bis auf das eine Hotel, weißt du noch, wo du dann so rausgeguckt hast, ja, Marcel, draußen ist es grün. Und ich so, was? Achso, ja, das war noch eines der besseren Hotels. Ja, wir wollten eigentlich halt nur chillen. Weil zwei Nächte unterwegs ist natürlich auch ziemlich. Also, zwei Nächte im Auto schlafen ist halt nicht so angenehm. Da hat sich der Körper nicht wirklich erholt. Denn zumindest dann halt jede dritte Nacht im Hotel. Und ich sag mal, man hätte vielleicht noch einen Tag länger ausgehalten, aber der Geruch hat es dann einfach ausgemacht. Ja, Ja. also spätestens, wenn du dich dann selbst riechst, dann musst du einfach mal wieder duschen. Und es waren aber die geilsten Duschen meines Lebens. Also wenn du wirklich nur alle 3 Tage duschst, dann ist das so ein geiles Gefühl, mal wieder dann Du bist frisch zu dankbar sein. dafür. Dankbar dafür, dass man sich selbst und sein Bro nicht mehr so stinken, ja, Mir also war es egal, ob du mich so, riechst. so riechen musst. Ja, und das war auf jeden Fall notwendig dann jeden dritten Tag, weil jeden Tag in das Hotel ging, war einfach nicht möglich. Es war zu teuer. Allein der Flug waren ja schon 900 für jeden. Der Mietwagen war, glaube ich, auch so 500 für jeden oder Ah, der war sowas. so, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Ich glaube, Sechs. für 16 Tage hatten wir den ja. Der war, glaube ich, schon bei 600, 700 € so um die Dreh. Und dann kam ja Sprit noch mit dazu. Ja, also das auch sehr teuer. Also wir haben vorher wahrscheinlich schon 2.000 ausgegeben, denn mit der Ausrüstung wahrscheinlich noch mehr Ja, als 2.000. Kameraausrüstung noch. Und dann mussten wir zumindest an der Gesundheit sparen und haben dann halt alle 3 Tage nur im Hotel geschlafen und sonst auf einer sehr harten Liege. Muss ich aber auch sagen, es war das Geilste ever, weil wir haben wenig geschlafen, haben dafür mehr erlebt, weil du kennst ja diese du kennst ja die Bequemlichkeit von uns Menschen, dass man halt, wenn man im Hotel ist und man ist im Urlaub, dass man dann nicht sagt, ja komm, lass um 7 aufstehen und weiterfahren. Wir sind dann irgendwann automatisch um 6, 7 wach geworden und sind dann direkt schon, haben gefrühstückt und sind weitergefahren. Im Hotel hätten wir Geht es das, erst ja? noch, ja. Und dann sind wir meist im Hotel, hätten wir, guck mal, immer wenn wir im Hotel waren, waren wir meistens erst um 11 sind wir losgefahren, sind wir erst weitergefahren. Haben wir das nicht genutzt, um mal auszuschlafen im Ja, wir haben es Hotel? genutzt, klar, aber Ja. trotzdem ist ja, trotzdem willst du ja die Zeit auch nutzen, wenn du schon da bist. Ja. Ja, und das, aber ich finde, ich fand es so gut. Also ganz ehrlich, ich würde auch, wenn ich, egal wie viel Geld ich hätte, würde ich trotzdem das mit dem Auto wiederholen, weil im Auto schlafen ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Was wir da für Gespräche gehabt haben oder einfach nur das mit den Augen, mit diesen Schafen, die dann auf dieser Weide waren. Wir wären Ja, nie auf die Idee das. gekommen zu googeln, was ist gefährlich in Island. Wir hätten nie mehr über Island erfahren, wenn wir nicht gegoogelt Das stimmt, ja. Aber das war auch einfach so geil, wenn du wirklich 2 Tage permanent auf Tour bist und wir haben ja wirklich alles mitgenommen, was geht. War natürlich dann auch ziemlich fertig immer. Aber es hat sich halt einfach gelohnt, denn halt so viel Kraft und Zeit da zu investieren. Aber dann immer dieser Tag im Hotel war dann schon immer so ein heiliger Tag. Man kam halt ins Hotel. Halt, dann hat man halt schon so einen Rhythmus, immer abwechselnd, wer zuerst aufs Klo, auf die Toilette darf halt zum Frischmachen. Und dann einfach, wenn wir beide fertig waren, ins Bett gechillt, den King of Queens meistens geguckt oder Filme, Deadpool hatten wir zum Beispiel dann in der Zeit auch geguckt, so lange ist das schon wieder her, den ersten Deadpool. Und dann einfach ins Bett chillen, mal die Schuhe aus, nach diesen ganzen Wanderungen, die wir Boah, gemacht ja. haben, Schuhe aus, wirklich, dass die Füße mal ein bisschen Luft kriegen und ganz entspannt mit Jogginghose aufs Bett. Jeder hat dann seinen Laptop auf dem Schoß gehabt, Fotos sortiert, aussortiert und Fotos halt angeguckt, wie die Fotos geworden sind. Und dann halt, ja, Filme geguckt, Fotos sortiert, ins Bett gechillt.
Das war dann immer so ein geiler Ausgleich zu den harten Tagen, die wir halt davor erlebt hatten. Absolut, also wirklich ein Ja. Luxus für uns dann in dem Ja, das war Moment. dann Luxus, ja. Also wir brauchen kein Spa oder sonst irgendwas, sondern uns hat es wirklich gereicht, eine schöne warme Dusche, danach nochmal kalt duschen, bei dir vor allem. Ich habe dich immer schreien hören, wenn du dann kalt geduscht hast. Das war geil, ja. Das so kalt duschen, das habe ich da auch schon gemacht, ja. Ja. Was du ja dann Später später erst dann für angefangen dich hast. entdeckt Ja. hast, ja. Ja. Finde ich absolut geil. Also wirklich, kalt duschen ist das Beste überhaupt. Hätte ich jetzt vorher nie gedacht, aber ich fand in Island wirklich die kalte Dusche extrem kalt. Ja, das war so. Ja, aber das, also wirklich die Hotels, muss man halt auch vorher gucken. Wir haben ja immer spontan gebucht, manchmal wirklich nur 2, 3 Stunden vorher. Wir sind gerade auf der Fahrt in die Richtung gewesen, wir So haben muss es auch geguckt. sein. Also die Spontanität, nicht alles immer durchplanen und bis zum letzten, da kannst du ja den Urlaub nicht mehr genießen. Ja. Wenn du weißt, okay, um 18 Uhr muss ich jetzt da sein, am nächsten Tag muss ich auf jeden Fall da und da sein. Und so dann halt 2 Stunden vorher dann erst geguckt und dann haben wir halt eigentlich auch immer was gefunden Absolut. und haben eigentlich fast immer einen Glücksgriff gelandet. Also es gibt jetzt kein Hotel, wo ich jetzt sagen, also klar, eins, über das reden wir gleich noch, aber alle anderen Hotels gibt es nichts, wo ich jetzt sagen würde, Gar nicht, das ne, war die jetzt waren schlecht oder super, so. ja. Also wir hatten immer freundliche Gastgeber da gehabt und wichtig halt, die Hauptkriterien für uns waren halt eine vernünftige Dusche, dann, Fernseher. dass der Fernseher unsere Filme von den Festplatten abspielen konnte, Ja. diese MKV-Dateien und sowas. Ja, dass die Betten bequem waren. Und dann waren wir eigentlich auch schon glücklich gewesen. Ja, Dusche, guter Fernseher, gute Betten. Ja, das war Mehr, schon. und natürlich ein bisschen Platz, Und das war vielleicht natürlich noch auch ein gutes Faktor. Frühstück, wenn man. Weil, ah, nee, Ja, nee, aber wir in waren ja meistens Island. einkaufen, oder? Wir waren ja meistens Also Brötchen holen, Hotel waren haben wir wir alle. gefrühstückt, aber wie gesagt, Essen in Island kannst du vergessen. Ob Frühstück, Mittag. Ja, alles. Einmal hatten wir halt eine gute Gaststätte Bei gehabt. Pauli. Nee, nicht Pauli. Greif-In. Ach, stimmt, hier in Da hatte ich Akureyri. eine richtig gute Pizza gegessen, Marcel eine richtig guten Burger. Ja, Akureyri, das Ja, in schönste Stadt Akureyri. Ja. hier. Das war Akureyri, also erstmal das Greif-In ist sehr gut und da hatten wir dann tatsächlich Das auch beste wenn alle Hotel. gut waren, aber das war wirklich das beste Hotel, weil wir da erstmal einen Autostellplatz direkt vor dem Ja. Bungalow hatten. Das war eine Art Bungalow, jeder hatte halt so ein Bungalow, das waren keine Zimmer und du hattest halt vor dem Bungalow einen eigenen Stellplatz. Also ich bin da mit Unterhose raus, habe dann schnell mal was geholt, wenn ich was brauchte, dann war das erledigt. Der Fernseher hat unsere Dateien gespielt, das Zimmer war groß, vom Balkon aus hast du die Berge gesehen. Wir hätten das Zimmer daneben aber haben müssen, weil die hatten einen Ja. Whirlpool auf dem Balkon. Ja, ach so, ja, das stimmt, ja. Na gut, aber Aber das den brauchten wir eh war. nicht. Und die Dusche hatte Druck drauf. Das war Und so man konnte die wichtig. Temperatur vernünftig verstellen, weil Ja. die Duschsysteme davor waren teilweise so unterirdisch. Und hat Du nicht gestunken. hast nicht, ja, du hast nicht die Temperatur, du hast es nicht kalt gehabt, wenn du es kalt wolltest und nicht warm, wenn du es warm wolltest. Und wirklich das schrecklichste Hotel, wo wir gerade beim besten waren, war halt, ich glaube, das war das vor Akureyri oder ich weiß nicht, ob es danach Ja, es war war. eine Station. Das Zimmer total klein, der Fernseher hat unsere Filmdatei nicht gespielt, sodass wir nichts auf dem Fernseher gucken konnten. Wir mussten die Betten hin und her schieben, weil die Steckdosen so blöd gelegt waren, dass wir mit dem Laptop nicht, also du konntest nicht mit dem Laptop auf dem Bett chillen und dabei am Strom sein. Du musstest das Bett dann weiter zur Verschieben. Steckdose schieben, wo ich beim vierten Hauptkriterium bin, was ich vorhin vergessen hatte. Dusche, Betten, Fernseher und Steckdosen. Viele Steckdosen, weil die haben wir ja dann auch gebraucht mit unserer ganzen Ja. Technik. Ja, und da war halt zusätzlich noch, Fernseher war halt blöd, Betten waren blöd, Steckdosen waren blöd und die Dusche, der Strahl, der da rauskam, war so lasch, du hast dich gefühlt, als wenn du im Regen stehen würdest. Und das ist so unangenehm, wenn du richtig stinkst und dich einfach nur sauer machen willst, dann willst du ja einen Druck spüren, damit du das Gefühl hast, jetzt geht alles weg vom Körper. Und wenn es dann auf dich herabregnet, das fühlt sich dann noch ekliger an. Ja. Und da war halt noch so ein olles Schwefelwasser, Ja. kam aus der Dusche raus, wo dann halt dieses Duschwasser nach Schwefel gestunken hat und da hast du dich ja wieder nicht So sauber schnell duschen habe ich gefühlt. dich noch nie gesehen. Ja, also, da kam alles Schlechte zusammen, was geht. Ja. Ja, aber sowas muss auch mal sein, um die anderen Sachen noch wertzuschätzen. Also finde ich, danach kam das andere Hotel wirklich wie purer Luxus vor. Ja, Ja.
Nee, also wirklich, gab es viele, viele Sachen. Also ich glaube, dass man da auch wirklich, wir haben ja viel über Booking.com, haben wir ja gebucht. Wir haben sehr wenig über Airbnb. Ich weiß gar nicht, wie sehr das vertreten ist, aber ich denke mal schon. Aber wir haben das meiste halt wirklich über Booking.com. Ich kriege von denen immer noch Werbung heute. Ja, wollen Sie mal wieder nach Island kommen oder sonst irgendwas? Also waren auf jeden Fall gute Sachen dabei, ja. Und unser Auto war ja auch wirklich top. Also muss ich wirklich sagen, war der beste Griff, den wir eigentlich hätten machen können. Weil wenn ich jetzt überlege, in Kroatien haben sie uns abgespeist mit einem Hyundai, obwohl wir hatten einen größeren gemietet in Kroatien, oder? Das weiß ich nicht mehr. Das Fahrzeug war auf jeden Fall Murks. Murks, ja. Und da haben wir noch schlafen. Ja, genau, wir wollten ja auch noch da drin schlafen und haben das auch dann noch gemacht. Ich vorne auf dem Beifahrer und du hinten. Die schrecklichsten Nächte meines Lebens. Was soll ich denn sagen, vorne auf dem Beifahrer sitze? Ja. Obwohl man Kroatien wirklich lassen muss, die Gastfreundlichkeit da ist wirklich enorm. Eigentlich aber Wow. auch genauso wie in Island. Also der eine Tag da, wo wir dann im Hotel da, das war, ich weiß nicht, das war bei Mývatnssee, genau, bei den Mývatnsseen, da ist ja auch so ein Thermalbad draußen, also richtig so ein Naturthermalbad draußen in solchen. Ja, also mitten in der Natur, jetzt nicht irgendwie im Gebäude. Und da hatten wir halt ein Hotel entdeckt, wo wir dann unseren Kellner Pauli kennengelernt hatten. Da haben wir zweimal gegessen, aus dem Grund, da wir einen beim ersten Mal da gegessen haben. Und dann sind wir nochmal diese 300 Kilometer zurückgefahren für die Nordlichter und dann wieder da dran vorbei. Und da haben wir dann gesagt, naja, dann essen wir da gleich nochmal. Und der hatte uns erstens halt auch ein paar Spots empfohlen, Fotospots, wo man die Nordlichter gut ablichten kann. Die waren aber alle Murks. Ja, das war nicht toll. Das Essen war jetzt auch nicht so der absolute Hit, aber er hat uns erzählt und das haben wir ihm auch abgekauft, dass halt zu der Zeit direkt da Dreharbeiten für Fast and Furious 7 oder 8 waren. Oder was? Der Das war 6. siebte. Das war der siebte. Also auf jeden Fall da, wo halt, wo die Autos auf dem viel auf dem Eis Ja, rumfahren der und so. 7. oder 8. Genau, und das haben wir ihm auch abgekauft, weil wir haben dann später auch im Trailer gesehen, dass halt Island auf jeden Fall auch ein Drehort war von dem Film. Und da haben wir halt, wollten wir halt zu diesem Mývatnssee fahren. Marcel war am Steuer und wir sind halt in so eine Straße reingefahren, wo uns jemand entgegenkam. Und da waren halt links und rechts an der Straße waren halt riesige Schneeberge von diesen Schneemaschinen, die den Schnee da weg transportieren. Und da waren halt riesige Berge und Marcel hat sich gesagt, naja, das passt wohl nicht, wenn da einer uns entgegenkommt. Er muss halt Platz machen, damit der an uns vorbeikommt und fährt natürlich in diesen Schneehaufen rein. So, und davor hatte uns das Fahrzeug wirklich immer rausgeholt. Aus jeder Situation sind wir rausgekommen. Also Toyota Land Cruiser, absolutes Hammerauto für so einen Urlaub. Aber Marcel hat es dann doch geschafft, ihn zu killen. Man muss ja Weil, die Grenzen kennen. ja, muss die Grenzen kennenlernen. Ja, weil wir steckten dann erstens im Schneehaufen fest, Also die zweitens. rechts die Räder haben im Schneehaufen drinnen gesteckt, die haben sich dann durchgedreht und links war halt das Ja, Eis auf der also Straße. auf jeden Fall, auf einer Seite waren die Räder halt quasi in der Luft. Und dadurch hatten die keinen Grip mehr gehabt und kamen dann nicht mehr raus. Und dann ja, hatten wir erst ein paar freundliche, ich glaube, Franzosen waren das. Franzosen, Ja, das ja. waren Ja, Franzosen. Franzosen, die da vorbeikamen, die uns helfen wollten, aber das haben wir dann nicht geschafft. Dann kam noch einer vorbei, der hat gesagt, der kennt eine Dörflerin da in der Nähe, die jemanden kennt, der halt so ein Abschleppfahrzeug hat. Und da bin ich dann halt mitgefahren mit dem netten Herrn. Und hat er halt mit der Dame gequatscht und die hat halt den angerufen. Der war aber gerade irgendwie in der Natur unterwegs, Der war irgendwie. am Set. Der war an dem Set gewesen. Die haben sich doch bedankt bei uns. Weißt du das nicht mehr? Die haben sich doch, nachdem sind die doch zu uns hingekommen und haben uns die Hand geschüttelt und haben uns gesagt, hey, Dankeschön. Und also wir haben Danke gesagt und die dann auch. Und ich habe mich halt gefragt, warum? Und da hat der eine doch dann gesagt, ja, wir sind gerade von dem Set zurückgekommen. Von diesem Set von Fast Fast and the Furious, Furious. ja. Das hat der eine ja zu uns dann gesagt, dass er gerade von dem Set zurückgekommen ist. Und da habe ich Da das dachte Gefühl, ich die haben mir. sich bei uns bedankt gehabt, weil sie uns rausge weil sie dann früher Feierabend machen durften. Keine Ahnung, weil es ist ja hinten, hast du ja gesehen, ist ja die Sonne schon langsam untergegangen. Vom Set, ja. Ja, das war so crazy, Ja, da diese Zusammentreffen, ja, ey. auf jeden Fall haben die uns dann mit Mühe und Not, die haben, glaube ich, auch eine halbe Stunde gebraucht, bis sie uns Boah. dann rausgezogen haben. Wir haben echt schon Angst gehabt, oh, bitte schafft es, Und kippt und nicht um oder so. die haben sich da echt ins Zeug gelegt und wir dachten, ei, 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 wir haben den Geldbetrag schon in die Höhe steigen sehen, ey. Vor allem, wie lange die da gebraucht haben und was Wir für wussten ja auch nicht, ob wir Equipment die die bezahlen hatten. müssen oder so. Ja, und dann kam am Ende raus oder haben wir halt gefragt, ja, was kriegt ihr und so weiter.
Und die haben gesagt, ach, lass stecken und so. Also die sind da echt so gastfreundlich, die haben, wollten keinen müden Cent sehen. Ja. Die haben das halt einfach, die leben natürlich auch irgendwo vom Tourismus und wollen natürlich ihre Gäste nicht vertreiben, aber ich glaube mal nicht, dass es nur das war. Das war halt einfach auch die Menschlichkeit, Absolut, dass ja. man halt gesehen hat, okay, die brauchen jetzt Hilfe, denen helfen wir jetzt einfach mal. Einfach halt das Gutmensch, dass es halt Gutmenschen waren. Ja, und dann, wo wir halt danach, auch so schlimm die Aktion war, wurden wir halt mit, glaube ich, dem schönsten Sonnenuntergang dann belohnt, den wir da je Absolut, hatten. aha. Ja, ich wollte, Marcel wollte dann eigentlich schon losfahren, wollte endlich raus aus der Nummer und ich habe dann noch zwei Fotos an diesem Spot gemacht, weil ich weiß, dass du da keine Fotos hast, weil du saßt schon im Auto und habe dann halt noch zwei Fotos gemacht. Einmal das mit diesem Zaun und dem Berg und der Sonne da hinterm Berg. Ja, das war auf jeden Fall dann noch eine kleine Belohnung für diesen Zwischenfall, wo mein Bro mir fast ja, das Herz aus dem Körper. Also das war schon Voll. ganz schön mit Angst verbunden, ey, dass wir da nicht mehr rauskommen. Ja, das war wirklich hart. Also da haben wir schon fast Tränen geweint, was da hätte passieren hätte können also mit dem Geld. Oha, ich will nicht wissen, was das gekostet hätte, wenn sie. Das hätte den ohnehin günstigen Urlaub dann nur minimal teurer gemacht. Ja, Ja. minimal. Ja, minimal. So, Ja. jetzt musst du aber mal von unserem ersten Nordlichterlebnis erzählen, denn Oh, das das war kam im richtig, Buch auf jeden richtig. Fall noch nicht noch nicht detailliert Ja, zum das stimmt. Vorschein. Das war richtig, richtig geil. Wir sind ja aus Akureyri raus. Das war, glaube ich, gerade die erste oder zweite Nacht. Also wir haben die erste Nacht ja in Akureyri geschlafen. Wir haben uns da ein Hotel gebucht für die Anreise und Abreise, damit wir wirklich chillig starten können. Und haben ja dann. Sind wir dann rausgefahren, haben uns schon ein bisschen auf die Ring Road, das ist die Straße, die rund um Island führt, sind wir ja dann lang gefahren und dann haben wir gesagt, ja, kommen wir, also es war schon langsam dunkel und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir weichen mal ein bisschen vom Weg ab und fahren mal da irgendwo rein und suchen uns einen Schlafplatz. Ich übernehme dann, wenn ich merke, du hast ein bisschen was verpeilt. Und dann war es ja so gewesen, dass wir diese Straße lang gefahren sind und da war alles wirklich voller Schnee und Eis und wir sind mit dem Auto fast nicht richtig lang gefahren und haben dann einfach nur gemerkt, dass im Endeffekt, dass du musst in dieser Rinne bleiben, weil sonst hast du die ganze Zeit im Unterboden vom Auto dieses Eis gehört, wie es am Unterboden kratzt. Und wir sind immer weitergefahren, immer weitergefahren. Wir haben gedacht, oh Gott, das sind so eine riesen Schlaglöcher und haben dann wirklich Angst gehabt, dass wir da noch schon, also dass wir da schon irgendwie stecken bleiben. Das war ja dann das erste Mal. Ah, wir wollten halt einen Spot suchen, der fernab von der Straße war und wo es halt wenig Lichter gab. Denn die Nordlichter siehst du natürlich am besten, wenn du es so dunkel hast wie möglich. Also haben wir uns halt so eine abgelegene Strecke gesucht und wir haben halt dann halt auf dem Navi vom iPhone gesehen, wo wir gerade langfahren, da ist eigentlich eine Straße, aber es war keine Straße, es war halt alles voller Schnee, du hast die Straße nicht mehr gesehen. Da, wo halt auf dem Navi eine Straße angezeigt wurde, haben wir nur Schnee gesehen Ja. und so war es natürlich schwer, dann der Straße zu folgen, obwohl es dann zum Glück irgendwann weniger wurde, wo man dann zumindest dann noch ein paar Rillen erkannt hat. Da sind wir ja lang Ja. gefahren und dann kam ja dieser Bach oder kleiner Fluss und dann haben wir ja auch nicht gewusst, oh Gott, wie kommen wir jetzt darüber? Wir wollten ja unbedingt noch weiterfahren, warum auch immer. Und dann kam noch dieser Bach und Fluss, wo wir dann erst ausgestiegen sind und haben getestet, wo wir rüberfahren können. Weißt du das noch? Und dann sind wir weiter rechts gefahren und dann sind wir über diesen Bach und über diesen oder über Fluss. Das war schon ein sehr breiter Bach gewesen. Sind wir dann irgendwann rübergefahren mit dem Auto und nach einem kurzen Moment später stand er dann so dran, ja, hier durfte kein 4x4 mehr fahren oder so. Und wir hatten ja mal ein 4x4. Und ich weiß jetzt nicht, ob 8x8 größer ist und ob da 8x8 stand, aber da waren schon Riesenreifen abgebildet. Da stand dann irgendwann 8x8. Ja, ah, Ja. okay, ja. Und dann ging es ja so, wir haben ja dann noch Ja. gesehen, wie es dann so tief nach unten ging, so richtig steil nach Genau, unten über den ging. ersten Fluss sind wir noch gekommen und dann haben wir schon gesehen, dass die Reifenspuren immer breiter wurden auf der Straße, wo du schon fast richtig Schiss bekommst, was da für Fahrzeuge eigentlich langfahren. Und dann kam halt dieser zweite Fluss und das war dann das K.O.-Kriterium, weil da ging es dann so tief runter, dass wir uns die Fronthaube da aufgerissen hätten, die Frontstoßstange. Und dann überhaupt vielleicht auch gar nicht mehr da rausgekommen wären. Schon am zweiten Tag Island erledigt. Also, so gut es der Land Cruiser auch war, aber Ja. da haben wir dann gesagt, nee, drehen wir um, obwohl es halt wirklich ein absolut geiles Adrenalinschub-Abenteuer da war. Wir waren wirklich die Einzigen da auf der Strecke Oha, das und war hätten crazy. jederzeit irgendwo hätten feststecken können. Da hätte uns keiner mehr rausholen können. Also, dann wären wir da geendet wie irgendein. Eins dieser Autowracks, die wir da zwischendurch gesehen haben, da steht da einfach mal irgendwie so ein zerlegtes Auto, also von innen, also ein Autowrack dann irgendwo mitten im Schnee und keiner kümmert sich drum.
Also Das liegt dann einfach da. ja, also Ja. die nehmen halt dann aus dem, nehmen sie halt alles raus, was der Natur schaden könnte und lassen das Autowrack eigentlich als Symbol stehen, hey, schaut mal, was passieren könnte, wenn ihr halt nicht aufpasst, so in der Art und Weise. Und die lassen es ja nur stehen, das hast du ja, glaube ich, dann auch nachgelesen, sie lassen das nur stehen, wenn die Leute überlebt haben. Ja, das auf jeden So war Fall. es ja auch bei dem Das, Flugzeugwrack dann ja, gewesen. das wäre sonst vom Karma her nicht so Ja. dolle. Aber wir wurden ja auf der Strecke dann trotzdem noch belohnt, obwohl wir dann halt zurückfahren mussten. Da kann man jetzt nämlich mal hören, wie das wirklich detailliert passiert ist. Das kam im Buch nämlich nicht so gut rüber. Wir sind dann nämlich zurückgefahren. Du warst am Steuer und ich war auf dem Beifahrer. Und dann sind wir halt zurückgefahren, die Strecke, die wir schon mal gefahren sind. Und dann höre ich von Marci auf einmal nur, ey, verdammt, schnell aussteigen, Kamera parat machen. Und ich so, was ist los, ey? Und da hat er im Seitenspiegel dann die Nordlichter, die ersten Nordlichter gesehen, so ein grünes Leuchten. Und wir wirklich sofort raus, Kamera aufgestellt, Stativ aufgestellt. Nach den ersten Fotos habe ich mir auch erstmal eine Kippe angemacht, weil ich sofort wusste, wenn ich die Nordlichter sehe, ey, da muss ich erstmal eine rauchen. Ich glaube, du hast sogar mitgemacht. Da hat der Marci sogar Kann mal mich eine nicht geraucht. erinnern. Ja, ich schon. Und da ging es dann halt los, ey. Also Nordlichter zu fotografieren ist schon sehr herausfordernd, weil du siehst halt, guckst halt an eine Stelle des Himmels, da geht es gerade übelst ab, hast halt übelst die Lichter. Und wirklich, wirklich deutlich, so wie auf den Fotos, siehst du es ja mit dem Auge nicht. Das kommt ja Ja. alles durch diese Langzeitbelichtung. Also so prachtvoll, wie es in den Fotos ist, ist es halt nicht in der Realität. Also natürlich schon noch richtig Hammer, aber nicht so intensiv. Die Farben und das Schauspiel, weil in der Langzeitbelichtung wird halt die ganze Bewegung des Nordlichtes aufgenommen, sodass du halt Mehr Farben drin ist. mehr siehst und intensiver siehst, mehr und intensiver. Und das kriegt ja das bloße Auge gar nicht so mit. Und auch die Kameras haben sich schwer getan, das zu filmen. Also wir haben halt auch versucht, Videos zu machen, aber das war echt schwierig. Ja, und mit den Kameras ging es dann halt mit dieser Langzeitbelichtung. Und du musst halt ständig das Stativ wechseln. Du hast gerade den perfekten Ausschnitt gefunden. Okay, jetzt passt es. Und dann siehst du auf einmal, es wird schon wieder schwächer hinter dir. Hast du denn gar nicht mitgekriegt, dass es da noch viel mehr abgeht, weil du so auf diesen einen Spot fixiert bist, dass du gar nicht mehr hinter dir drauf achtest, was da los ist? Und dann war da auf einmal das Nordlicht noch viel intensiver. Dann drehst du das Stativ wieder, versuchst wieder den Ausschnitt zu finden. In dem Moment ist es da wieder schwächer geworden. Auf einmal ist hinter dir wieder was. Das ist so krass. Und wir sind uns dann natürlich auch in die Quere gekommen, Ja. weil denn der eine das fotografieren wollte, der andere das. Und dann hat es da noch nicht gepasst. Aber wir haben es dann doch schon noch hinbekommen, ganz gute Fotos fürs erste Mal zu machen, Auf obwohl jeden die Fall. Fotos danach noch besser geworden sind, ja, Absolut. mit der Was ich aber sagen Erfahrung. muss, ist halt wirklich, also wie du recht hast, ist halt wirklich durch die Langzeitbelichtung wird halt viel mehr als Bild eingefangen. Ich muss halt persönlich sagen, bei mir haben die Nordlichter ultra viel bewegt. Also ich habe halt wirklich gemerkt, ich habe ja dann auch manchmal einfach gar kein Foto gemacht, einfach nur innegehalten und einfach wirklich mal probiert, diese Nordlichter für mich einfach wirklich mal wahrzunehmen, weil das ist halt, wir haben ja beide noch nie Nordlichter gesehen. Für mich war das persönlich ein Riesenspektakel gewesen. Einfach Lichter wie Lametta und Feuer, die da einfach im Endeffekt durch den Himmel sich bewegen. Und das hat sich ja wirklich so schnell bewegt. Das ist einfach nur so ein krasses Gefühl gewesen. Also Ja, das war der Hammer. ja, also da muss ich wirklich sagen, also jeder, der das noch nie gesehen hat, macht euch auf den Weg, guckt euch sowas an, das lohnt sich definitiv zu 100%. Also das, bei mir hat das ultra viel bewegt. Das kommt ja dann auch später auch im Buch vor, was ja Patrick auch schon angesprochen hat, warum halt im Endeffekt Island bei mir halt so viel bewegt hat, was du ja gar nicht so mitbekommen hast, was halt wirklich in den Tagen dann da drauf, nach meinem Geburtstag halt wirklich passiert ist in mir selber und ich ja dann im Endeffekt halt wirklich die Entscheidung halt dann später getroffen habe, für meinen beruflichen Werdegang. Und das war ja auch schon das war auch gut, dass ich halt im Endeffekt den Flieger nicht erwischt habe, der direkt in die Schweiz ging, sondern dass ich so einen Nebenflieger haben musste, der dann von Oslo nach Kopenhagen, glaube ich, geflogen ist. Und von Kopenhagen bin ich ja dann zurück in die Schweiz geflogen. Und ich glaube, mit diesem Privatflieger hat das nochmal was persönlich dann mit mir auch nochmal gemacht. Wo du gesagt hast, ich will auch mal ein Privatjet haben. Genau. Genau, ja. Ich will Kohle machen. Nee, das eigentlich nicht, aber einfach, dass halt wirklich dass halt das Leben viel zu einfach ist oder viel zu schön ist, es im Endeffekt zu verschwenden für Sachen, die du nicht gerne machst. Und deswegen finde ich es halt mega cool, dass du halt einen Job hast, der dir Spaß macht und wo du halt Freude dran hast. Und ich habe das in dem Moment halt dann jahrelang gehabt, aber in dem Moment dann nicht mehr und habe dann halt für mich dann im Endeffekt eine Entscheidung gefällt.
Ja, aber da können wir ja später auf jeden Fall nochmal kurz eingehen. Was ja auch geil war, war ja dann, du hast ja einen Plan erstellt, wo du ja gesagt hast, hey, für den und den, wir haben ja auch Zeit berechnet, wie lange brauchen wir etwa bis dahin und so weiter. Wir haben die Tage ungefähr ge gerechnet und dann hatten wir ja, glaube ich, noch vier Tage hatten wir noch übrig, glaube ich. Wir waren sehr früh fertig, ja. Ja, wir sind dann wirklich komplett herumgefahren. Schönster Hafen fand ich Húsavík, obwohl nichts los war. Ich fand den Ja. richtig geil. Also die Farben mit den Bergen im Hintergrund, die farbigen Schiffe, das war so geil. Und ich fand's, ich muss sagen, wir wollten ja eigentlich dahin, um eine Bootstour zu machen. Ja, so Wahlbeobachtung, ja. Ja, genau, so Walbeobachtung und dann ist da eigentlich keine Menschenseele. Haben wir überhaupt jemanden gesehen? Ich glaube, wir haben Ich weiß niemanden nicht, gesehen. irgendwie läuft die Zeit da drüben anders. Da war nichts auf, gar nichts, als wenn da Wochenende wäre oder Aber das Feiertag. war ein Vielleicht war Montag? Feiertag, das kann Das sein. kann sein, es Wir war, kennen glaube uns ja ich. nicht aus mit den Feiertagen da oben. Aber da wirklich keine Menschenseele Das war in der gewesen. Woche, war nicht am Wochenende. Ah, okay. Und das war so genial gewesen. Also ich fand es auf einer Seite halt schön, dass wir da halt so viele Bilder schießen konnten. Und auf der anderen Seite halt schade wegen der Wahlbeobachtung. Aber ja, haben wir noch mal was vor dann in Aber Norwegen? das Geile an dem Tag war, das war der Tag des Sturms. Wo dieser Schnee, wo dieser Sturm über die Straße gepeitscht Boah, ist, du hast dann shit, halt nur ey. diese, man kann es gar nicht beschreiben, das war so eine Art Schneeschleier, so Schneenebelschleier über dem Boden, der richtig über die Straße und über die ganze Landschaft gepeitscht ist. Aber wir sind dann teilweise auch ausgestiegen und wollten Fotos machen. Und hast halt schon am Boden gemerkt, wie die Steine gegen die Linse prallen, denn, oh nee, bloß weg mit der Kamera. Und dann sind wir kaum ins Auto zurückgekommen. Also da gibt es ein lustiges Video, wo ich versuche, ins Auto einzusteigen und dann die Tür kaum aufkriege, wo ich dann denke, dass der Arm fast gleich bricht, weil die Tür oder der Wind halt so einen Druck ausübt. Also das war so heftig. Und das hat halt für mich, war auch ein geiler Teil dieser Reise, weil ich ja auch so ein Typ bin, ich mag einfach Unwetter. Bei mir muss Action sein, wenn ich hier bei uns in Deutschland was... Wo wir letztes Jahr den Orkan hatten, da habe ich gesagt, oh geil. Gut, es sind natürlich ein paar Menschen dabei gestorben, aber dann, gut, ja, das ist natürlich der negative Aspekt, aber ich sag mal, wenn man vorsichtig ist oder drin bleibt, aber ich bin halt so ein Unwettertyp und in Island hat es mir halt einfach gefallen, diese Stürme, diese Naturgewalten, die da halt aufeinander getroffen sind, das war schon verdammt geil, was du halt hier in Deutschland gar nicht erlebst. Ja. Absolut, Ja. und vor allem auch einfach mal zu sehen, dass es da noch was Größeres gibt als dich selber und irgendwas, was halt dir im Endeffekt ja nicht unbedingt vielleicht Angst macht, aber wo du halt Respekt vor hast. Und das war ja wirklich krass, weil du hast ja nur durch der Boden, also die Straße war ja wirklich recht dunkel und Ja. nur dadurch hast du ja eigentlich diesen Schneeschleier gesehen oder diesen Eis, das war ja fast Eis gewesen, was da eigentlich gegengeflogen ist. Und es ist halt wirklich von rechts nach links geflogen die ganze Zeit und du hast es so richtig über die Straße, da gibt es auch geile Bilder, die wir gemacht haben, auch aus dem Auto raus. Ich bin ja auch noch mit der Kamera dann nochmal los und habe ja probiert, Fotos zu machen, aber ich habe dann auch gesagt, gehört, das riskiere ich jetzt nicht noch weiter, das war zu Also der war gefährlich. wirklich teilweise so stark, du konntest nicht mehr laufen. Ja. Ja, Man sieht ja das auch in stimmt. dem einen Foto, wo du hast, glaube ich, ein Foto von mir gemacht, wo ich dann so da hänge. Das war da schon sehr übel gewesen, ja. Ja, das war wirklich enorm. Ja, und dann sind wir wollten ja dann noch in die Westfjordaländer, hat dann aber nicht geklappt. Da sind wir ja dann so eine Matschstraße lang gefahren. Und dann haben wir ja wirklich gedacht, wir rutschen so sehr auf diesen Matsch, dass es halt uns von der Straße rutscht. Also, dass wir von der Straße rutschen. Und dann haben wir ja wirklich auf dieser engen Straße haben wir dann probiert zu drehen. Das Auto zu drehen, sind immer vor, rückwärts, vor, rückwärts, vor, rückwärts, da war ja auch noch ein bisschen Sturm gewesen, wo der Schneesturm über diesen Berg so rüberkam und den Schnee so rübergetragen hat, von rechts nach links, weißt du das noch? Na, also ich will schon da, wenn selbst so eine verrückten Idioten wie wir beschließen, wirklich umzudrehen und nicht weiterzufahren, es nicht zu riskieren, dann geht es da wirklich nicht weiter. Also wir probieren ja wirklich bis an die Grenze immer zu gehen, was geht, aber da haben sie zu gesagt, das wäre idiotisch jetzt hier Ja, wir wollten ja weiterzufahren. zu diesem Ja. einen geilen Wasserfall, der war ja wirklich, auf den Bildern sah ja der richtig krass, auf wie breit der war. Und das war ja nur, der war kein hoher und Gott. spektakulärer. Das war dieser kleine, das war auch am Tag des Ja. Sturms, wo wir dann rechts diesen Berg hatten, wo über den Berg dieser Windschleier immer so dieser Sturm rüberzog. Und da sind wir auch irgendwann umgedreht, Ja. weil da wurde es auch zu riskant. Erstmal sind wir auf dem Weg dahin, war die Straße schon fast komplett aus Eis, wo wir dann sehr geschlittert sind. Und dann sind wir immer weiter nach oben gefahren. Und wenn wir da irgendwie runtergeschlittert wären, also mit dem Auto, und da hätte uns auch keiner mehr rausholen können. Ja, absolut. Ja, also da bin ich auch froh drüber, dass wir eigentlich umgedreht haben, weil ich will nicht wissen, was hätte passieren können.
Und vor allem, da gab es ja niemanden. Also, da kam ja, ich keine Ahnung, da kam mir fast kein Auto entgegen. Also, wenn da überhaupt mal was passiert Da war wäre, niemand. das kommt mir dann, das erinnert mich dann an dieses Auto, was so komplett im Schnee drinne war, wo schon drinne im Auto Moos gewachsen ist. Weißt du das noch? An diesem einen verlassenen Haus. So kam mir das dann vor. Ich gedacht, ja gut, so enden wir dann halt wahrscheinlich. Ja, und dann So sind wir ja passieren können. irgendwann Richtung Akureyri kam dann wieder und dann haben wir aber gesagt, hey, wir haben keinen Bock auf Akureyri und sind dann halt nochmal sozusagen eine halbe Runde dann gefahren um Island herum. Und dann haben wir ja gesagt, wir fahren noch zum Flugzeugwrack und fahren dann nochmal zu dem einen Wasserfall, dieser eine Wasserfall, wo man auch dahinter gehen konnte, wo so ein riesen Felsen runterkam. Da kam mir so ein riesen Felsen runter, wo ich mit der Kamera Das hinten war war. einer der ersten Nächte. Ach, war das in den ersten Nächten? Ah, Ja. okay, dann vertausche ich das. Aber wir sind ja wieder trotzdem nochmal diese halbe Strecke gefahren zum Flugzeugwrack, weil das haben wir irgendwie verpeilt, dass das Flugzeugwrack noch da war. Genau, erstmal stand es nicht auf dem Plan und dann habe ich halt geguckt, wo wir noch 4 Tage hatten oder 3 Tage, was man halt sonst noch machen kann. Und da habe ich gesehen, oh verdammt, da ist halt so ein Flugzeugwrack. Verdammt, das müssen wir auf jeden Fall noch sehen. Wenn wir einmal Island sind, dann müssen wir dahin. Auch wenn es noch so weit weg war, also das war, glaube ich, über Reykjavik hinaus waren es, glaube ich, auch noch mal 300 Kilometer. Und wir haben halt gesagt, naja, drauf geschissen. Wenn wir hier sind, das ist das, was ich auf jeden Fall noch sehen wollte. Also es gab noch andere Sachen, die man hätte sehen können, aber das stand halt ganz oben. Also sind wir diesen Weg dann auch noch mal gefahren, über unseren Start hinweg, also über Reykjavik hinweg, noch mal die gleiche Strecke, der Start unserer Route quasi. Und da sind wir halt an diesem Flugzeugwrack vorbeigefahren in der ersten Runde und haben es gar nicht gemerkt. Man hat es von der Straße halt auch gar nicht gesehen. Also da war auch nirgendwo ein Schild. Das war halt 3, 4 Kilometer abseits von der Straße in Richtung Küste und war halt auch nicht beschildert und haben halt dann halt geguckt, wo es genau ist und sind dann halt irgendwann des Nachts dann da angekommen Ja, und genau, wir haben vor dem Zaun gehalten und dann haben wir ja. gedacht, okay, wir können da rauffahren oder so, weil irgendwie, ich keine Ahnung, ob wir es gelesen haben, gehört haben oder ein Schild gesehen haben, haben wir gedacht, wir können da rauffahren, aber da war ein Zaun komplett, also man konnte da nicht durch. Wir haben dann schon überlegt, ob wir den Zaun knacken sollen, damit wir mit dem Auto drauffahren können, weil wir keinen Bock Ja. hatten, bis zum Flugzeug zu laufen. Und dann haben wir aber uns dann entschieden, halt wirklich auszusteigen, die Ausrüstung mitgenommen und sind halt durch diesen schwarzen Vulkansand einfach da wirklich lang gelaufen. Du hast vorher noch einen Standort gesetzt vom Auto, damit wir Ja. das wiederfinden, was du denn so großartig funktioniert hat. GPS war Ja. für, hat halt überhaupt Genau. nicht funktioniert. Ja. Ja, und wir Oha. sind da halt wirklich über dieses Nichts gelaufen. Da war ja gar nichts. Es war Ja. alles dunkel. Es Links und rechts war war nicht überall wirklich ein Berg nur. gewesen oder sonst irgendwas. Wir haben nichts in der Orientierung. Nee, keine Orientierung. Wir haben, glaube ich, in der Ferne irgendwo mal Licht gesehen, aber das war es dann auch. Und dann sind wir halt über dieses Feld, sind dann halt irgendwelchen Pfeilern gefolgt, die da eventuell hinführen. Und es war halt stockduster, wie mit unseren Taschenlampen ausgerüstet. Und dann kam irgendwo der Punkt, wo es dann leicht hügelig wurde. Und hinter dem Hügel, ich glaube, wir hatten es vorher auch gelesen, dass das Flugzeugwrack hinter einem kleinen Hügel ist, sodass man es geradeaus gar nicht so sieht, wenn man dann kommt. Und Ja. dann sind wir halt hinter diesen Hügel gegangen, haben mit diesen Taschenlampen geleuchtet und haben dann halt 200, 300 Meter weiter weg dieses Wrack da gesehen. Und das war so ein geiles Adrenalingefühl, weil das mitten in der Nacht gemacht zu haben, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung in dem Absolut. Moment, weil wenn du dann mit der Lampe leuchtest und dann in der Ferne so ein Wrack da einfach liegen siehst, so mitten im Nichts, das war echt ein geiles Gefühl. Und wir sind halt echt so, haben uns ganz langsam genähert dem Wrack, weil wir natürlich auch ein bisschen Angst hatten. Wir waren ja auch nur zu Er war schon ein bisschen zweit. War gruselig. schon ein bisschen gruselig, aber da stehen wir ja drauf. Und dann sind wir halt da ganz langsam hingelaufen. Das Wrack kam immer näher und näher. Es gibt ja auch ein Video davon, zum Glück. Und das war dann halt für mich ein Knackpunkt, so wie du einen Knackpunkt hattest, wo ich dann halt gesagt habe, Lost Places, verlassene Orte, oder wo wir uns beide Ja. dann auch gesagt haben, das ist was, was uns interessiert, was wir dann natürlich auch danach noch weiter verfolgt haben. Es hat dann eine Weile gedauert, bis wir dann wirklich mal losgelegt hatten, aber dann war durch so mit der erste Lost Place, was waren das? Weiß ich gerade auch nicht. Ja,
Aber eben das Flugzeugwrack war ja wirklich, also das war halt, da hast du halt richtig gemerkt, da kam unser Entdeckermodus so ein bisschen nach vorne. Also wirklich von uns Menschen, wir sind ja eigentlich Entdecker, wir wollen ja wirklich neue Sachen entdecken und halt immer forschen. Klar, wir wissen, da ist ein Flugzeugwrack, aber das ist ja, wenn man etwas sieht und hört, ist es nicht das gleiche Gefühl, als wenn man halt selber es herausfindet. Und als wir dann da ankamen und einfach die ganze Zeit diesen schwarzen Sand unter den Füßen zu haben, das war so ein krasses Gefühl. Also es kam mir wirklich vor, als wenn wir eigentlich auf einem anderen Planeten gelaufen sind. So kam mir das halt so fast vor. So die Sterne im anderen Hintergrund und dann halt so unten so wie so, keine Ahnung, wie mit einem Space Shuttle gelandet. Da war so eine Absturzstelle, keine Ahnung. So habe ich mich halt dann gefühlt. Und wir haben halt da wirklich so krasse Bilder hingekriegt. Und wie geil es einfach auch war, mit unseren Taschenlampen dann das auszuleuchten. Ich liebe das Foto einfach, wo wir beide drauf sind, wo du sitzt in dieser Kuhle und ich da so ein bisschen auf diesem Abstieg sitze. Geht. Also das Foto war richtig, richtig geil. Was, also da, das war dann wirklich wie so ein, als wenn wir halt so die letzten zwei Überlebenden sind. Einfach dieses Abenteuer, der Kick, zu sehen, welche Geschichte steckt dahinter. Wir haben uns ja gleich informiert, wie kam es zu dem Absturz, gab es Überlebende, es haben dann auch alle überlebt, war irgendwie Spritmangel und der Pilot hat es halt gerade noch geschafft, da die Kiste halt heil zu landen und sie haben es dann halt einfach liegen lassen und das ist halt auch in dieser krassen Sachen, die es dann einfach aus machen halt. Das steht da einfach so. Keiner verlangt Eintritt hier in Deutschland. Da wird aus jeder kleinen Sache irgendwie noch Geld rausgeholt. Und da steht einfach das Wrack. Da ist keine Kasse oder so. Hier 5 Euro, dann können Sie das Wrack sehen. Du kannst halt einfach locker hinlaufen. Da wacht keiner was und guckst dir das einfach an und bleibst so lange, wie du willst. Machst so viele Fotos, wie du willst. Und keiner will Geld dafür. Ja, das hoffe ich auch, dass es da wirklich dabei bleibt und dass es halt dieses Naturverbundene bleibt und dass da nicht irgendwie ein Deutscher oder sonst irgendjemand halt wirklich das Gefühl hat, ja komm, wir gehen da rüber und machen, privatisieren das im Endeffekt, sondern halt wirklich das Freilassen für die Leute, die sich halt einfach anschauen wollen. Also das finde ich halt in Island, haben wir so oft gesehen, dass halt nicht wirklich irgendwas abgesperrt war, nicht wirklich irgendwo was feststand, wo wir gesagt haben, hey, okay, wir müssen jetzt dafür zahlen. Also da bin ich auch ganz froh drüber, dass wir nicht noch mehr zahlen hätten müssen halt in dem Land selber dann. Ja, Ja. Essen war ja auch verdammt teuer, Hotels waren teuer. Ja. Ja. Also, ich glaube, das ist so mit einer der teuersten Flüge. Ich glaube, Island-Flüge sind sogar noch teurer als USA-Flüge, wenn mich nicht alles täuscht, auch Das kann wenn du sein, da ja. viel länger fliegst. Was dann natürlich auch gut ist in Form von, es kann sich halt nicht jeder leisten. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil wenn es noch günstiger wäre, würden dann noch mehr Ja. hingehen. Und ich finde es halt auch gut, dass wir zu dieser Zeit da waren, erstmal im Winter und wo Island halt noch nicht so populär war, was wir ja vorhin schon mal angesprochen hatten, weil halt diese Unberührtheit, diese Ruhe, du hast nicht so viele Menschen, du kannst die Natur voll auf dich wirken lassen, kannst da kein Lärm oder sonst was, bist da wirklich teilweise echt für dich, kaum Autos auf der Straße, ganz wenig Tourismus an diesen ganzen Spots, die wir uns rausgesucht haben, auch ganz wenig Menschen. Du kannst wirklich komplett die Natur sich in dir drin entfalten lassen und da das Naturspektakel und die Ruhe genießen. Und mittlerweile ist es dann halt so, dass schon sehr viele Musikvideos da gedreht wurden von Justin Bieber und unzählige Rapper da, die da Musikvideos gemacht haben. Und dass halt Island jetzt immer populärer wird, immer mehr Menschen dorthin gehen und quasi im Sommer kannst du es dann nicht mehr aushalten. Ich glaube, im Sommer ist es fast wie hier in der Großstadt. Da ist der Tourismus so extrem im Sommer, dass ich auch für mich eigentlich sagen würde, wenn ich wirklich da auf jeden Fall ja nochmal hinfliege, aber wenn dann nicht im Sommer, weil wenn ich denn so viel Geld ausgebe, dann will ich, dass es halt auch so gut wird oder ansatzweise so gut wie beim ersten Mal und dass ich da nicht so einen Massentourismus habe, der mich da erwartet, sondern halt, dass wenn wir dann nochmal hinfahren, dann auf jeden Fall im Winter. Absolut. Ja, Also und ich würde es halt Paddy auch im fliegt dann. Winter empfehlen, weil du halt da auch die Nordlichter hast. Im Sommer siehst du die kaum. Das stimmt. Also auch die Gletscher haben im Winter, glaube ich, viel mehr, also viel mehr zu sehen oder viel mehr Möglichkeiten, einfach da diesen Eindruck wirklich wahrzunehmen, haben, glaube ich, die Gletscher auch im Winter. Aber ich habe schon zu Patrick gesagt, er fliegt dann wieder nach Hause und ich bleibe dann einfach ein halbes Jahr da, weil ich will unbedingt Island einfach auch diesen Wandel erleben, wie es halt von diesem Weiß ins Grüne geht, wie die Blumen anfangen dazu zu wachsen und halt auch mal wirklich einfach zu sehen, wie das mit dem Gletscher aussieht, wenn der Gletscher anfängt, sich wirklich so ein bisschen, wenn er anfängt zu schmilzen und halt wirklich sich anfängt, auch wirklich richtig zu bewegen und nicht halt nur einen Gefrierpunkt hat.
Das mit dem Gletscher war ja auch noch so ein Ding, aber ich glaube, da will man nicht noch Ja. tiefer eingehen. Ja, das ist halt dieses Traurige, dass halt dieses Phänomen Island, denn ich habe halt echt Angst, dass es halt auch irgendwo noch zerstört wird, weil wir haben da so einen Das besonderen stimmt. Urlaub erlebt und wenn halt jetzt das auch noch von Menschen halt überhand nimmt, wir sind einfach zu viele Menschen und wenn halt diese Faszination Island dann dadurch auch noch zerstört wird, dass halt wirklich jetzt jeder dahin flieht und jeder das sehen muss, dann ist es halt schon ein bisschen schade, dass wir halt diese Unberührtheit, diese Ruhe, die wir da beim ersten Mal hatten, dann wahrscheinlich nicht nochmal erleben werden. Das Ja. glaube ich auch. Also das finde ich halt auch sehr schade. Also ich will den Menschen nicht verbieten, da jetzt hinzufliegen, aber wenn nicht ein Freund davon bin, dann ist es halt wirklich Qualität zu behalten. Und Qualität finde ich einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Island hat Top-Qualität an Landschaft, an Naturverbundenheit, an Unberührtheit, wie du es ja sagst. Und dafür sollten die Leute einfach auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, um diese Qualität. Weil ich glaube, wenn du mehr Geld ausgibst, dann lernst du die Qualität auch wirklich schätzen. Weil ich glaube, wir hätten Island klar schon so wahrgenommen, wie es ist. Aber ich glaube, dadurch, dass es nochmal so teuer war, haben wir es auf einem ganz anderen Level nochmal wahrgenommen. Weil wir haben gesagt, hey, wir haben so viel Geld dafür bezahlt, wir wollen, so unser Unterbewusstsein, habe ich das persönliche Gefühl, nimmt dann halt wirklich so alles mit, was halt wirklich geht. Und wir haben ja wirklich probiert, alles mitzunehmen, was halt geht. Ja. Und das finde ich halt dann einfach wieder wichtig, weil ich glaube, wenn sich Leute ein Buch kaufen, was zum Beispiel 10 Euro kostet, wird das nicht so wertgeschätzt wie ein Buch für 100 Euro, was natürlich auch Qualität natürlich haben muss. Aber ich finde halt genau solche Sachen oder halt auch einfach ein Film. Wenn man jetzt einen Film, du siehst es ja bei Filmen, die entwickelt werden, die keine Ahnung, wie viel Geld gekostet haben, da ist einfach Qualität dahinter und dann. Ja, wo wir gerade bei Filmen sind, warum nicht einfach wie in Avengers 3 hier, Thanos, einen Fingerschnipp, Hälfte der Menschen weg und dann sind auch weniger Leute in Island, dann wird es dann wieder ein bisschen ruhiger. Ja, also wir wollen ja hier niemanden diskriminieren. Nee, so weit wollen wir nicht Ja, gehen. so weit wollen wir nicht gehen. Ich glaube, jeder hat hier seinen Platz auf der Erde, den er haben darf. Aber ich glaube, dass jeder halt auch mit einem gewissen Respekt rangehen sollte, den er halt hier im Endeffekt vertritt. Also Ich glaube, wo wir das. jetzt natürlich so begeistert hier von Island erzählen, dass wahrscheinlich durch diesen Podcast auch wieder einige Leute mehr dahin fliegen werden. Euch sei es natürlich gegönnt. Schickt mal ein paar Bilder durch. Schickt mal ein paar Bilder durch, ja. Ja, eine Aber wir haben Freundin. zum Glück zuerst erobert. Wir haben zuerst unsere Farm Das stimmt, wir erobert. sind Kolumbus gewesen. Ja, Auf genau. unserem Level. Ja, eine Freundin von mir ist ja dann direkt ein halbes Jahr später nach Island geflogen. Die hat ja unsere Beiträge so ein bisschen verfolgt. Oder meine, keine Ahnung. Und hat dann auch gesagt, hey, ich habe das sofort mit ein paar Freunden gebucht und sind halt dann auch direkt nach Island. Haben dann natürlich nicht Nordlichter gesehen, weil sind ja irgendwie gerade Sommerende sind sie hingeflogen. Aber fototechnisch hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil diese Dünen und dieses Heu und Stroh, was da halt auch noch so ein bisschen gewachsen ist, konntest du natürlich auch geile Bilder dann trotzdem machen. Also ich glaube, es gibt überall ein bisschen was rauszuholen, wenn du es halt einfach für vielleicht war es auch ihnen zu kalt, keine Ahnung, weiß man nicht. Aber ich glaube schon, dass halt auch nach diesem Podcast oder viele Leute, die halt wirklich mal eine Dokumentation sehen über Island, dass sie einfach fasziniert werden davon. Vor allem Leute aus Deutschland, weil das ist ein ganz anderes Verhältnis, vor allem wie die Menschen da einfach miteinander umgehen. Also da muss ich wirklich einen Hut abziehen, was die Isländer einfach für ein Volk sind, was man ja auch dann nach der WM, ich glaube WM war das gewesen, wo sie alle in Reykjavik ihre Fußballer gefeiert haben, wie die Verrückten. Obwohl die nicht gewonnen haben, haben sie gefeiert, als wenn sie gewonnen hätten. Also nur, und es wohnen ja nicht viele Leute, keine Ahnung. Also ich glaube, es waren 3/4 der Bevölkerung waren da in der WM in Südafrika oder wo das war damals Ja, war. genau. Die Insel war quasi leer zur Das wäre die WM. beste Zeit Ja, gewesen, das um ist ja das. hinzufliegen. Das fand ich auch das Geile, dass die Isländer da echt dann auch so viel Land leben, weil Island hat es ja dann auch in die Qualifikation geschafft. Das Ja. war ja das Besondere daran und sind dann glaube ich, auch noch fast bis ins Viertelfinale oder irgendwie sowas gekommen. Also haben sich da echt gut gemacht und dass dann wirklich fast die komplette Insel leer war, nur weil alle dann zur WM wollten, das fand ich schon sehr lustig. Ich glaube, die Ja. mussten noch ein paar Flieger schaden dann dafür. Ja, das ist schon geil Auf gewesen. jeden Fall. Ja. Was ist denn so dein wichtigster Tipp, den du jemandem mitgeben würdest, wenn er jetzt so einen Trip machen würde? Egal jetzt zum Beispiel in der Vorplanung, in der Ausrüstung oder einfach so dein allerwichtigster oder vielleicht deine wichtigsten drei Tipps. Bester Buddy erstens. Bester Buddy, ja. Ach so, meinst du das? Ja, Adventure Buddy natürlich. Den Vor, will ich machen mit. keine Werbung für diesen. Na, die besten drei Tipps sind auf jeden Fall,
obwohl ich nicht der Fan davon bin, aber man muss natürlich planen, auf jeden Fall mir Spots raussuchen. Also wirklich planen, was ist in Island Besonderes. Wir hatten dann halt Wasserfälle, wir hatten dann zum Schluss halt dieses Flugzeugwrack und wir hatten Eishöhlen und Gletscher und bestimmte Berge, Krater, was wir uns da nicht alles rausgesucht haben. Wirklich genau gucken, wo will ich überall hin, was gibt es auf der Insel, was sind da Möglichkeiten, was sollte man halt gesehen haben, wenn man da ist. Wenn es da genaue Nachfragen gibt, dann können wir nochmal den Turnplan gucken, was da wirklich sehr besonders war oder jetzt aus unserer Erfahrung her, was man gesehen Absolut, haben ja. muss. Flugzeugwrack ist auf jeden Fall auf der Nummer 1. Und alles andere sieht man ja eigentlich auch schon irgendwo von selbst. Es gibt ja nur diese Ringstraße da, du fährst da einmal rum und allein auf dieser Tour siehst du ja schon sehr viel. Man muss jetzt nicht unbedingt von der Straße abkommen, aber wenn man es tut, hat man halt auch nochmal sehr viele Sachen, die dann halt nicht jeder gesehen hat. Ich will nicht wissen, wie viele Sachen es gab, die wir noch nicht gesehen haben. Also wie viele Sachen halt eigentlich im Ja, Inland es gab noch. ja halt auch mehrere Sachen, die wir gar nicht machen konnten. Das war Ja, ja das weil halt vieles durch vereist die war. Straßenverhältnisse. Ja, und das Zweite ist natürlich die Ausrüstung, die muss stimmen. Also wenn wir uns da nicht Wanderschuhe und Fließhose und allein die Mütze war schon Gold wert. Also die Definitiv. Stürme Aber auch die da holst du Hose. dir, wie heißt das Zeug hier, wenn die Eine hier so, Ohrentzündung. ja, so eine Ohrenentzündung und wir hatten halt echt so eine windfesten Mützen gehabt. Und ansonsten hätten wir da im Sturm, da wären wir nicht ausgekommen, da hätten wir irgendwann eine Ohrenentzündung gehabt und dann hätten wir Auf da beiden in, Seiten. ja, auf beiden Seiten. Also hätte ich deinen Schnarch nicht mehr gehört. Ja, also auf jeden Fall Sehenswürdigkeiten halt abchecken, dann natürlich die Ausrüstung und den Mietwagen. Also eigentlich braucht man eigentlich nur das Hotel für die erste Nacht mieten, wenn man einen Roadtrip macht. Ja. Danach geht es ja eh los und dann kann man sich spontan unterwegs was holen. Und ja, davor ist halt der Mietwagen das Wichtigste. Also es muss ein guter Mietwagen sein mit viel Platz zum Schlafen und der sich auf jeden Fall auch durchs Gelände quälen kann. Wir haben da wirklich Leute zwischendurch getroffen. Das war so ein asiatisches Pärchen, die hatten Ein Ford, glaube ich. einen Also Suzuki, ja, Suzuki genau. angedreht bekommen, wirklich die hinterletzte Schrottkarre. Und die hatten ja irgendwelche Probleme gehabt, bei denen wir helfen mussten. Und als wir gesehen haben, was denen für ein Auto angedreht wurde, also du kannst da nicht aufs Gelände fahren. Also es muss wirklich ein guter Mietwagen sein, weil sonst niest mal ruhig. sonst macht das keinen Spaß. Da kannst du halt nur auf der Ringstraße bleiben. Und selbst auf der Ringstraße, es ist ja nicht immer sicher. Wir hatten ja einmal die Szene, wo wir da diese Robben gesehen hatten. Und kurz vor diesen Robben, da war eine Strecke gewesen, die war richtig matschig, kieselig, neblig und ohne Leitplanke. Und das war direkt auf der Ringstraße. Wir dachten eigentlich, die ist komplett gut ausgebaut, aber das Stimmt. war da so gefährlich gewesen, von ohne Leitplanke. Ein falscher Lenker und rechts ging es erstmal einen Kilometer bergab ins Meer rein. Ins Meer direkt. Ja, aber Ja. Kilometer war es jetzt nicht unbedingt, aber ja, so hat sich auf jeden Fall aus Zumindest der nur halber Höhe, Kilometer. ja, so Also hat sich man angefühlt wäre weg gewesen, oder ja. angesehen, ja. Also Straßenverhältnisse sind da sehr gefährlich. Also da muss man wirklich vorsichtig fahren. Ja, und viel mehr kann man eigentlich nicht mitgeben. Einfach die Zeit da genießen, sich genügend Zeit nehmen. Also ich denke 2 Wochen mindestens. Absolut. Ich denke mal, ja, wir hatten ja auch 13, eigentlich so 2 Wochen gebraucht, bis wir einmal rum waren. Und dann haben Ja. wir die letzten 2 Tage halt noch genutzt, zu dem Wrack zu fahren. Also ich sage immer so wirklich mindestens 16, 17 Tage. Ich bin mittlerweile echt ein Freund davon, wenn man halt so lange geht, dass man einen Tag nimmt für die Fliegerzeit und einfach sagen, zum Beispiel ein halber Tag geht ja schon eigentlich drauf fürs Hinfliegen und ein halber Tag geht drauf fürs Zurückfliegen. Und da bin ich halt dann auch schon auf jeden Fall ein Riesenfan von, dass man sich halt im Endeffekt sagt, hey, komm, wir nehmen einen Tag wirklich nur für die Hin- und Zurückreise. Das sind dann der 17. Tag und dann 16 Tage halt wirklich nur komplett herumreisen. Und das fand ich halt sehr, sehr wichtig auf jeden Fall in dem Sinne. Genau. Und also ich bin auch fest der Überzeugung, dass halt die Ausrüstung auf jeden Fall das A und O ist. Vor allem für ein fremdes Land ist halt, glaube ich, die Ausrüstung das Wichtigste überhaupt, weil du kannst ja nicht auf einmal in ein Land fliegen und dann da mit einer Badehose auftauchen und dann irgendwie das Gefühl haben, ja gut, jetzt werde ich hier schon damit gut durchkommen. Oder ich habe ja auch viele Leute gesehen mit normalen Straßenschuhen da rumlaufen, die keine Ahnung, wie die es geschafft haben, da überhaupt auf dem Weg zu bleiben. Aber da finde ich es halt auch wichtig, dass man dann halt auch sagt, hey, festes Schuhwerk, weil es geht ja auch im Endeffekt darum, dass du wieder sicher nach Hause kommst, um darüber zu erzählen zum Beispiel.
Und ja, das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas ergänzen? Gibt es noch was, wo du sagst, das wäre ultra, ultra wichtig, ohne irgendwelchen Späße? Aber wir sind bisher ziemlich über der Gürtellinie geblieben, von daher will ich es auch dabei belassen. Nicht, dass wir noch eskalieren. Das stimmt, das finde ich auch gut. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview und dass die Leute sich so ein bisschen vielleicht wieder nochmal so hinein erinnern können, was wir erlebt haben und vielleicht nochmal selber auch für sich einen Weg entscheiden, zu reisen und halt vielleicht für sich halt die Freiheit entdecken, weil darum geht es ja. Wir haben wirklich die Freiheit, die wir da hatten, auf jeden Fall genossen bis zum Gehnichtmehr, weil wir waren komplett unabhängig von allem, auch mal Social Media frei eigentlich auch mal zu sein. Also wir haben ja wirklich sehr, sehr wenig am Handy gehangen. Wir waren wirklich nur am Laptop, um Bilder zu sortieren oder halt um was zu googeln. Und das fand ich auch von meiner Seite her, weil ich halt dann schon sehr viel da über Social Media arbeite, war es für mich wirklich eine pure Entspannung, da mal drauf zu verzichten. Und Also um nördlicher zu sehen, gibt es halt günstige Alternativen. Man kann natürlich nach Dänemark, nach Norwegen, nach Finnland, aber kein Land bietet halt diese unberührte Natur und Spektakel. diese Freiheit wie Island, weil die Besiedlung ist da wirklich so gering gehalten. Ich glaube, da gibt es echt strenge Gesetze auch, dass halt die Bevölkerung nicht zu groß wird, wie wir es hier natürlich nicht haben in Deutschland. Ich wohne hier in Königs Wusterhausen und ich merke halt immer mehr in den letzten Jahren, wie immer mehr Berliner hierher kommen, die natürlich auch ein bisschen mehr Natur haben wollen, nicht in der Stadt wohnen wollen. Und hier werden immer mehr Häuser gebaut, immer mehr Natur wird hier abgeholzt, nur um da irgendwelche Wohnungen zu bauen und Miethäuser zu bauen. Und das ist halt in Island nicht der Fall. Da gibt es halt strenge Regelungen, die Besiedlung so gering wie möglich zu halten. Und dadurch hast du halt diese unberührte, einmalige Natur, wo du halt klar, in Norwegen gibt es sowas auch, aber die Besiedlung ist da halt schon noch ein bisschen größer, denke ich. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Also unser nächster Plan ist eigentlich nach Norwegen dann auch zu gehen. Und da ist halt auch mega schöne Gegenden und da sind die Flüge halt auch nicht so teuer. Also wenn euch Island zu teuer ist, würde ich dann halt nach Norwegen empfehlen. Genau, vielleicht um auch für sich selber erstmal herauszufinden, ob man halt selber auch dieser Typ ist, um in kalten Ländern mal wirklich längere Zeit zu übernächtigen oder zu Na. bleiben, ist ja, glaube ich, auch nicht immer für jeden immer so ein bisschen einfach. Wir beide sind da halt schon ein bisschen eher die kälteren Typen. Und ja, auf jeden Fall, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier kurz reingehört hast. Ich werde dir dann gleich nochmal ein bisschen mehr über das Buch erzählen und hoffe, dir geht es auf jeden Fall gut und du hast auf jeden Fall viel mitgenommen für dich. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu Patrick oder auch zu seiner Fotografie oder auch einfach zu seinen Trips, wenn er unterwegs ist in Lost Places und du vielleicht mal dabei sein möchtest, weil du bist ja da auch sehr offen, jemanden mitzunehmen, wenn er nicht unbedingt jetzt hier der Noob ist oder der Anfänger, bist du ja auch gern bereit, auch mit Leuten sich da auszutauschen und mitzunehmen. Und von daher meldet euch auf jeden Fall dann bei ihm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr gerne auch auf seine Fotos mal zugehen wollt, dann meldet euch da sehr, sehr gerne per Instagram bei ihm. Das ist, glaube ich, die beste Plattform, einfach um mit ihm in Kontakt zu treten. Und dann wird er euch natürlich auf jeden Fall so schnell wie möglich antworten. Und ich wollte noch einen kleinen Lenker machen Richtung meines Buches. Und das ist jetzt von der Korrektur fertig. Danke auf jeden Fall da nochmal. Und jetzt geht es hier auf jeden Fall los, natürlich das jetzt an den Verlag zu bringen, in die also zum Drucken und dann natürlich zu dir nach Hause. Das heißt, wir haben jetzt Ende Dezember 2018. Das Buch, denke ich mal, wird im Januar dann veröffentlicht und erscheinen. Ich werde es dann auf jeden Fall unten in die Shownotes mit reinschreiben. Da wird es einen Link geben, entweder direkt auf die Homepage, um das zu bestellen, oder mit einer direkten Nachricht per WhatsApp, um sich dafür anzumelden oder natürlich einfach E-Mail-Adresse. Also ihr könnt euch da auch auf meinen gängigen Social-Media-Plattformen natürlich auch direkt euch bei mir melden, wenn das Interesse besteht, mehr über das Buch zu erfahren. Da werden ganz, ganz viele Tipps auch drin sein, was Beziehung Mindset angeht, was der Punkto Vorbereitung auf Island oder auch einfach nordische Länder angeht. Und natürlich einfach Ausrüstungen, Tipps und Tricks, Autowahl und so weiter und so fort. Da werden einige Sachen auf jeden Fall mit drinne sein. Und da freue ich mich auf jeden Fall, wenn dich das auf jeden Fall interessiert und du sagst, hey, pass auf, ich möchte auf jeden Fall das Buch haben. Ich glaube, dass es etwas ist, was mich persönlich einfach weiter nach vorne bringt. Hab viele Sachen auch noch ein bisschen aus meinem Leben mit reinbezogen, wo ich gemerkt habe, hey, so
ist es besser für mich und auch für andere Menschen, wenn ich halt persönlich einfach auch an mir selber arbeite. Das heißt, es sind noch viele Sachen drin, die mich in den Jahren bewegt haben und im Endeffekt wirklich dann in Island erst wirklich verstanden habe. Man lebt ja das Leben vorwärts, versteht es aber meistens erst rückwärts. Und genauso ist es gewesen mit Island. Und deswegen hoffe ich, dass auf jeden Fall dich persönlich das angesprochen hat. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schreib mir gerne eine persönliche Nachricht oder kommentier, wie es bei dir aussieht, ob du auch ein Land hast, was dich total bewegt hat oder irgendein Land, wo du sagst, hey, da müsstet ihr auf jeden Fall mal hin, macht mal einen Roadtrip da. Dann freue ich mich auf jeden Fall mega, mega von dir zu hören und wünsche dir jetzt erstmal einen richtig geilen Tag, Abend oder einen wunderschönen Morgen, je nachdem, wann du die Folge gehört hast. Und dann lass es dir auf jeden Fall gut gehen und bis zur nächsten Folge.